Hallo, herzlich willkommen auf dem Autorenkanal Weise Geschichten. Viel Spaß beim Anschauen! Der lange Krankenhausflur schien fast endlos zu sein. Das Mädchen, das auf der langen Bank saß, schaute sich um und war ganz in ihren Gedanken verloren. Es schien, als würde sie selbst dann, wenn sie hier jemanden sah, sie nicht erkennen. Die Lampen, die von der Decke hingen, produzierten kaum Licht. Spöttisch flackerten sie und warfen einen schwachen Schein, der an die Verzweiflung erinnerte, die in diesen Wänden lauerte. Adriana Sanz, sagte der Arzt monoton und das Mädchen stand auf. Sie ging auf das Büro zu. Jeder ihrer Schritte hallte den langen Korridor hinunter. Das Rascheln der Schuhüberzieher und der Geruch von Medikamenten vermischten sich alle im stillen Flur. Sie fühlte sich von der ständigen Angstübelkeit, als würde eine Glocke in ihrem Kopf läuten. Sie wusste, was der Arzt ihr sagen würde, weil sie es in ihren Träumen gesehen hatte. Adriana war nicht jemand, der an Aberglauben glaubte, aber in einer Situation, in der alle mit den Schultern zuckten, konnte man alles glauben. Der alte Arzt setzte sich in seinen Stuhl, runzelte die Stirn und sah sie an, als hätte sie bereits etwas falsch gemacht, indem sie sein Büro betrat. Dieser Mann hatte die Gabe, Menschen allein mit einem Blick schuldig fühlen zu lassen. Adriana, ich werde das nicht unnötig in die Länge ziehen. Letztendlich ist es sinnlos. Ich habe alle Tests erhalten. Du bist unfruchtbar. Du wirst keine Kinder bekommen können, sagte der Mann und seufzte dann leise. Er reichte ihr ein Blatt Papier. Adriana sagte ihm nichts, schaute nur auf das Blatt, auf dem ihr Schicksal geschrieben stand. Die Worte des Arztes klangen wie ein Urteil. Adriana stand schweigend auf, verließ das Büro, der Arzt versuchte nicht, sie aufzuhalten. Er hatte solche Fälle zuvor diagnostiziert, also machte er sich nicht die Mühe, die unglücklichen Frauen zu trösten, die in einem einzigen Moment den Lebenssinn verloren hatten. Adriana konnte sich nicht erinnern, wie sie nach Hause gekommen war. Die Worte des Arztes, ihre eigenen Gedanken und ein endloser Strom des Bewusstseins wirbelten in ihrem Kopf durcheinander. Warum war sie nicht früher untersucht worden? Warum hielt ein anderes Krankenhaus Versprechungen? Adriana schüttelte den Kopf verneinend, versank in einem tiefen, hochlehnigen Sessel, bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und weinte. Sie hatte all diese Tests gemacht, noch bevor sie sich von ihrem zukünftigen Ehemann getrennt hatte. Er kam nach Hause und sagte, es sei vorbei zwischen ihnen, dass er die Liebe seines Lebens gefunden habe. Und jetzt war ihr Verlobter weg und ein paar Tage später erhielt sie düstere Ergebnisse. Ihr ganzes bewusstes Leben lang hatte Adriana davon geträumt, Mutter zu werden. Und was würde sie jetzt tun? Es gab kein Verlangen, etwas anderes zu tun. Das Mädchen, mit dem ihr Verlobter wahrscheinlich zusammen war, hatte solche Probleme nicht. Sicherlich würde sie ihm einen gesunden Sohn oder eine gesunde Tochter schenken und sie würden eine glückliche Familie gründen. Aber was würde Adriana tun? Welcher Mann würde sie brauchen, wenn er herausfand, dass sie nicht in der Lage war, einen Erben zu zeugen? Adriana brach erneut in Tränen aus. Sie lag so da bis zum Morgen, schlief ein und aus, ihre Wangen von Tränensträhnen verziert. Am nächsten Tag stand sie mit dem Wecker auf. Heute war ein bedeutender Tag, sie wechselte ihren Arbeitsplatz und wollte nun in einer neuen Niederlassung arbeiten. Ehrlich gesagt wollte sie in einem solchen Zustand nicht zur Arbeit gehen. Sie musste den Arzt an einem anderen Tag aufsuchen, aber Adriana hatte nicht einmal den Verdacht, was sie hören würde. Sie machte sich fertig und riss sich zusammen. Sie machte sich auf den Weg zum neuen Büro, wo sie arbeiten würde. In ihrem Kopf wiederholte sie ständig, dass es nicht das Ende der Welt sei. Menschen lebten mit schlimmeren Diagnosen, also würde sie mit ihren Beschwerden fertig werden. Als Adriana den Raum betrat, nahm die Personalreferentin sie sofort am Arm und führte sie in einen anderen Raum. Sie begann zu erklären, wo ihr Arbeitsplatz war und skizzierte ihre Aufgaben. Adriana war schon zu lange im Geschäft, also war es für sie keine Neuigkeit, was sie genau tun sollte. Der Filialleiter Valerio Castro stellte sich als angenehmer junger Mann heraus. Er bemerkte die Neue sofort und stand innerhalb von Minuten an ihrem Schreibtisch, kichernd und gab schelmische Ratschläge. Er wirkte gutmütig, vertrauenswürdig und zuverlässig. Aber Adrianas Trennung war zu schmerzhaft für sie, um jetzt neue Beziehungen zu beginnen.
Verträume dir nichts, die Chancen stehen schlecht, sagte eine Kollegin und winkte ab. Was meinst du? Fragte Adriana. Da gibt es nichts zu holen, Liebes. Nichts gehört diesem Kerl hier. Sein Onkel hat alles geerbt und er verehrt seinen Neffen, also hat er ihm die Leitung übertragen. Der Kerl ist großartig, natürlich, er führt die Dinge gut. Er berücksichtigt die Meinungen der Mitarbeiter und steigert die Gewinne, aber er bleibt trotzdem nur eine rechte Hand, sagte die Kollegin. Auch ich habe anfangs auf ihn geachtet, aber er ist zu jung. Und wenn der Onkel es sagt, wird er mit leeren Taschen zurückbleiben. Und dann? Soll ich ihm keine Beachtung schenken, wenn er pleite ist? Grinste das Mädchen und war überrascht, wie geldgierig ihre Kollegin war. Adriana und Nora hatten früher kommuniziert, als sie im selben Büro arbeiteten, aber Nora war früher hierher versetzt worden und ihre Kommunikation war praktisch auf null gesunken. Wozu brauchen wir sonst einen Mann? Damit ich ihn kostenlos bedienen kann, während er zu Hause in der Nase bohrt. Nein, danke. Entweder beide arbeiten und erledigen die Hausarbeit, oder er arbeitet ordentlich und verdient, wenn er eine kostenlose Dienerin zu Hause haben möchte. Genau wie sein Vater. Er ist ein älterer Mann und hat sich eine junge Frau gesucht. Sie bedient ihn und er sorgt für sie. Sie haben keine eigenen Kinder, aber schau, er verehrt seinen Neffen. Obwohl, wer weiß, jeder kann in so einer Familie landen. Nora lachte und ging zu ihrem Schreibtisch. Adriana betrachtete den jungen Mann nie als potenziellen romantischen Partner. In erster Linie war sie hierher gekommen, um zu arbeiten, obwohl sie den jungen Mann sehr anziehend fand. Adriana arbeitete bereits seit mehreren Tagen im neuen Büro. Sie konnte sich nicht an das hektische Tempo gewöhnen, das hier herrschte. Sie konnte nicht herausfinden, wie sie alles bewältigen sollte, aber sie versuchte, dem idealen Ergebnis näher zu kommen. Bald war sie nicht schlechter als die anderen. Adriana, ihre Leistung ist hervorragend, sagte der Mann lächelnd und näherte sich ihrem Schreibtisch. Valerio war heute gut gelaunt. Er spielerisch. Er lachte mit den Mitarbeitern, stellte ziemlich ernsthafte Aufgaben und ermutigte sie. Er kannte sich definitiv aus. Unter einer solchen Person zu arbeiten könnte trotz der ernsthaften Arbeitsbelastung angenehm sein. Möchtest du nicht mit mir ausgehen? Fragte Valerio und lehnte sich über den Schreibtisch. Nein, ich beteilige mich nicht an Büroromanzen, sagte Adriana. Er lachte, murmelte einen Witz und sie lachte auch. Die Büroangestellten konnten nicht umhin zu bemerken, dass zwischen ihnen Gefühle waren. Aber Adriana selbst wollte das alles noch nicht zu etwas Bedeutenderem machen. Adriana war auf dem Heimweg, der Bus war komplett voll. Sie schaute aus dem Fenster und konnte nicht glauben, wie sehr sich ihr Leben in den letzten Wochen verändert hatte. Sie gewöhnte sich bereits daran, dass sie keine Kinder haben würde. Und es schien ziemlich realistisch, dass es jemanden geben würde, der sie auch nicht unbedingt brauchte. Auf der Arbeit konsultierte sie mehrere Kollegen und für die große Mehrheit war es überhaupt kein Problem. Aber sie hatte immer noch dieses schuldbeladene Gefühl in sich und sie nannte sich weiterhin defekt. Keine richtige Frau, irgendwie falsch. Hauptsache, die Angst in ihrer Brust ließ allmählich nach. Am nächsten Tag war der lang ersehnte freie Tag und Adriana sollte sich mit ihrer Freundin treffen. Sie war schon am frühen Morgen gut gelaunt. Schlechte Träume verfolgten sie nicht mehr, sondern stattdessen tauchte eine merkwürdige Vorahnung von etwas Gutem auf. Sie genoss ihre Arbeit und das Flirten mit dem Chef war auch ganz angenehm. Sie vertiefte sich nicht in die Details dessen, was er in ihr sah. Adriana behandelte dieses Flirten recht oberflächlich. Er erwähnte nie etwas über ernsthafte Beziehungen und scherzte über ein Date. Es schien kaum lohnenswert, irgendwelche ernsten Pläne in Bezug auf eine solche unernste Person zu haben. Adriana schob jeden Gedanken beiseite, dass all diese Zeichen etwas Ernstes sein könnten. Es war nicht die Zeit für ernsthafte Beziehungen. Adriana eilte aus dem Haus, knöpfte ihren Mantel fester zu, um den eisigen Wind nicht durch ihren dünnen Pullover dringen zu lassen. Sie ging ein paar Meter, sprang in den Bus und wartete nun darauf, dass er sie ins Zentrum brachte, wo sich ein kleines, aber gemütliches Café befand. Als Adriana schließlich aus dem Bus stieg, eilte sie hastig auf das Café zu.
Sobald sie eintrat und ihren Mantel auszog, sah sie sofort ihre Freundin. Isabel winkte ihr zu, ließ sich dann wieder vom Kellner ablenken und erklärte, was sie essen und trinken würden. »Komm schon, erzähl. Wie ist der neue Job?« fragte Isabel mit einem schelmischen Lächeln. »Sie sagen, du hast einen jungen Chef dort, den Neffen des Besitzers. Den, der mich ständig zu Ditz einlädt«, sagte Adriana und lachte, um den Satz nicht zu ernst klingen zu lassen. »Ach, komm schon. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Er ist nicht der Typ, der Mädchen mit seiner Position jagt. Bist du sicher, dass es nicht ernst ist? Er scheint ein anständiger Kerl zu sein. Und nach deinem Ex ist er praktisch ein Engel«, sagte Isabel und rollte mit den Augen. Eine schlanke Kellnerin kam herüber, stellte ein Tablett auf den Tisch und richtete alles her, was bestellt wurde. Sie sagte etwas und ließ sie dann allein. »Natürlich ist es nicht ernst«, winkte Adriana ab, ohne auch nur beabsichtigen, auf das Thema einzugehen. »Wir machen nur Witze, das ist alles. Insgesamt bin ich mit allem im Büro zufrieden. Ich vermisse natürlich die alte Firma, aber das war die beste Entscheidung für meine Karriere.« Isabel nickte und sie wechselten das Thema ihres Gesprächs. Jetzt sprachen sie über Adrianas Arbeit und diskutierten gemütlich über Pläne für die nahe Zukunft. Sie genossen einfach die angenehme, gemütliche Atmosphäre, ohne sich gegenseitig zu drängen. Beide Mädchen liebten es, sich in Cafés zu treffen, Zeit zu verbringen und von Herzen zu plaudern. Und sie sorgten sich nicht darum, was andere denken könnten. Sie verurteilten sich nie gegenseitig, und das war der wichtigste Vorteil ihrer Freundschaft. Adriana verbrachte den ganzen Morgen damit, sich fertig zu machen. Sie war fast zu spät dran und realisierte zum ersten Mal in ihrem Leben, dass sie verschlafen hatte. Der Wecker klingelte wie immer und sie schaltete ihn mit einer einzigen Handbewegung aus. Das Mädchen vergaß, dass sie keinen weiteren Wecker gestellt hatte. Als sie die Augen öffnete, war es bereits Zeit, in buchstäblich 10 Minuten aus dem Haus zu hetzen. Adriana bereitete sich hastig vor, ständig auf die Uhr schauend. Sie schaffte es, den Minibus zu erwischen, als er gerade von der Haltestelle wegfährt. Und schließlich saß sie drinnen, erleichtert, dass sie nicht zu spät zur Arbeit kommen würde. Es lohnte sich nicht, ihre Kollegen anzulügen, besonders nicht im ersten Monat der Arbeit. Aber als Adriana hereinkam, sah sie ein fremdes Mädchen, eine junge Schönheit, die aussah wie ein Model auf dem Cover eines Magazins. Man hätte ein perfektes Foto von ihr für eine Schönheitsklinik machen können. Als sie lächelte, schien sich kein einziger Muskel in ihrem Gesicht richtig zu bewegen. Das Mädchen mit der Nase in der Luft inspizierte alle Mitarbeiter. Sie machte ständig unangenehme Kommentare, die jeder ignorierte. Adriana verstand sofort, dass ein solches Phänomen hier nicht selten war. Offenbar hatte sich jeder einfach daran gewöhnt und verschärfte den Konflikt nicht. »Hier ist unsere sogenannte Schönheit, auf die Valerio ein Auge geworfen hat«, sagte Lucrezia und kicherte dann unangenehm. »Nun, ich weiß nicht. Ich würde jemanden wie sie nicht beachten.« Sie schnaubte, wandte sich von Adriana ab und sprach dann einen anderen Mitarbeiter an, indem sie erklärte, dass ihre Leistung schlechter sei als die der anderen. Niemand wusste, woher sie Informationen über Leistungsindikatoren hatte. Alle sahen Lucrezia an, als wäre sie ein leerer Raum. Aber niemand äußerte auch nur ein Wort, um sich selbst zu verteidigen. Adriana verstand, dass es sinnlos war. Außerdem wollte jeder seinen Job behalten. Offenbar erlaubte der Eigentümer des Unternehmens seiner Tochter, sich auf diese Weise zu amüsieren und entschädigte dann die Mitarbeiter mit Bonuszahlungen. »Lieblinge, ich gehe. Keine Sorge, wenn ich anfange, das Unternehmen zu leiten, werdet ihr echten Spaß haben. Ihr lebt jetzt gut, aber später werde ich euch zeigen, was es bedeutet, wirklich zu arbeiten«, sagte das Mädchen arrogant und ging dann. »Sie weiß wahrscheinlich nicht einmal, was echte Arbeit ist«, sagte das Mädchen an der Rezeption und sofort begannen alle zu lachen. Adriana erfuhr später, dass eine solche Situation üblich war. Lucrezia kam gelegentlich ins Büro, gab vor, das Sagen zu haben, und verschwand dann, als wäre sie nie da gewesen. Valerio kam wenige Minuten später im Büro an. Er wirkte beschäftigt und ernst. Aber sobald er das Büro betrat, setzte er sofort sein gewohntes Lächeln auf. »Ist Lucrezia vorbeigekommen?«,
hat sie euch gesagt, wie ihr gut arbeiten sollt?", grinste Valerio. Er hörte sofort Beschwerden, aber sie waren alle oberflächlich. Er sogar spielerisch. Niemand nahm diese junge Frau ernst, daher waren alle ihre Anweisungen und scharfen Bemerkungen wie das Geplapper eines Kindes für die anderen Mitarbeiter. Nun, das passiert eben. "Das Kind muss sich irgendwie unterhalten", sagte Valerio, dann grinste er etwas düster. Adriana blieb an ihrem Schreibtisch sitzen. Sie arbeitete und dachte nur daran, dass sie wahrscheinlich keine Chance bei einem solchen Mann hatte. Er war groß, gut aussehend und offensichtlich wohlhabend. Er wusste, was er vom Leben wollte und verlangte nichts von anderen. Es war selten, einen solchen Menschen zu finden, und höchstwahrscheinlich würde er sich ein Mädchen aussuchen, das zu ihm passte. Adriana war darüber nicht besonders traurig, sie hatte bereits andere Pläne für ihr Leben, die nichts mit Beziehungen zu tun hatten. Der Tag, den sie beim Arzt verbracht hatte, hatte einen bedeutenden Einfluss auf sie. Er lud sie zu einem weiteren Date ein und sie stimmte fast zu, aber sie wurde abgelenkt. Er versprach zurückzukommen, aber er kehrte nie zu ihrem Schreibtisch zurück. Einige Probleme begannen, jeder um sie herum lief herum, mühte sich erschöpft ab, ihre Leistung zu verbessern, bevor sie Berichte einreichten. Schließlich kam Basilio Gil selbst, der Besitzer der Firma, an. Aber nach dieser Reise war kein Glück in seinem Gesicht. Er war ein strenger Mann, er konnte jeden Mitarbeiter ohne Zögern zurechtweisen, aber er schalt nie jemanden ohne Grund. Sein starker Charakter war jedoch schon mehr als einmal ein Kündigungsgrund gewesen. Adriana hatte davon gehört. Basilio kümmerte sich nicht besonders um seinen Neffen, ließ ihn aber gleichzeitig bei Arbeitsangelegenheiten nicht einfach davonkommen. Adriana wusste, dass der junge Mann wahrscheinlich Schwierigkeiten mit einem solchen Elternteil hatte. Aber trotzdem war es besser, als in irgendeiner Fabrik zu arbeiten, ohne Aufstiegschancen. Adriana ging nach Hause, ohne immer noch etwas von dem jungen Chef gehört zu haben, der versprochen hatte, sie zu einem Date einzuladen. Es war alles nur Spaß und sie versuchte, es nicht mehr ernst zu nehmen. Aber irgendwo tief drinnen wusste sie, dass er die empfindlichen Seiten ihrer Seele berührt hatte. Das laute Klopfen an der Tür weckte Adriana auf. Sie setzte sich im Bett auf, sah sich verwirrt um und versuchte zu verstehen, woher das Geräusch kam. Als Adriana bemerkte, dass jemand an der Tür klopfte, ging sie in den Flur. Durch den Türspion sah Adriana ihre Freundin, die sie mit völlig panischen Augen erschreckte. Sobald das Mädchen die Tür öffnete, stürmte Isabel herein. "Bist du verrückt geworden oder so? Warum antwortest du nicht auf dein Telefon? Meine Güte, ich dachte, dir wäre etwas passiert. Schau dir überhaupt die Nachrichten an. Es gibt eine stadtweite Ausgangssperre, mein gesamtes Viertel ist abgeriegelt, ich konnte rechtzeitig entkommen." Isabel rief schwer atmend aus. Sie war außer Atem, weil sie hierher gerannt war und kämpfte jetzt darum, wieder zu Atem zu kommen. Adriana schaltete den Fernseher ein. Sofort überschwemmten Nachrichten sie. Sie sah zu, wie der Korrespondent berichtete und zeigte, dass ein ganzer Teil der Stadt abgeriegelt war und keiner der Mitarbeiter bereit war, preiszugeben, was passierte. Das Büro, in dem Adriana arbeitete, befand sich genau im abgeriegelten Bereich. Das gefiel ihr überhaupt nicht. Sie machte das Bett auf dem Sofa für ihre Freundin, aber sie konnten es nicht schaffen, einzuschlafen. "Was denkst du? Ist das ein terroristischer Angriff oder so etwas? Als mein Nachbar anrief und mir erzählte, fing ich sofort an, dich anzurufen, aber du hast nicht geantwortet. Ich habe fast den Verstand verloren. Ich bin direkt zu dir gerannt, in der Hoffnung, dass es dir gut geht. Du weißt, dass ich neben dir niemanden in dieser Stadt habe. Ich habe Alex bereits angerufen, er ist auch sehr besorgt." Alex war Isabels Verlobter, aber sie lebten vorübergehend in verschiedenen Ländern. Am meisten fürchtete Adriana, dass Alex ihre Freundin wegnehmen würde. Sie ins Ausland bringen und dort würden sie ihr Leben fern von Adriana aufbauen. Sie saßen vor dem Fernseher und beobachteten aufmerksam. Beide versuchten zu verstehen, was dort passierte. Isabel war besorgt und warf immer wieder einen Blick auf ihr Handy, da sie auch keinen anderen Bekannten erreichen konnte, der zufällig in diesem Bereich lebte. Aber bald hörten die Berichte auf und anscheinend dürfte die Presse nicht zeigen, was passierte.
Die Mädchen schliefen erst beim Morgengrauen ein und als sie aufwachten, war alles vorbei. Noch einmal waren alle Teile der Stadt geöffnet. Die Menschen lebten weiter, als ob nichts passiert wäre. Isabel bedankte sich bei ihrer Freundin für die Unterkunft. Sie kehrte zurück zu ihrem Platz, solange sie noch die Chance hatte. Sie waren sich einig, dass Isabel jederzeit zurückkehren könnte, wenn die Situation in ihrer Gegend weiterhin instabil blieb. Adriana ging zur Arbeit und vermutete, dass das Büro geschlossen sein könnte. Aber niemand hatte sie gewarnt, also sollte alles wie gewohnt ablaufen. Doch als Adriana das Büro betrat, war sie einfach überwältigt von dem, was sie sah. Alle liefen herum, als wären sie gestochen worden, bemüht, nicht den Verstand zu verlieren. Einige rannten mit Papieren herum und einige sprachen am Telefon. Jemand schrie so laut ins Telefon, dass der Lärm durch den ganzen Stock hallte. Adriana hatte das Gefühl, im Büro etwas Wichtiges verpasst zu haben und verstand immer noch nicht, was passierte. Nora, was ist los? Gestern Nacht gab es eine stadtweite Ausgangssperre und jetzt dieser Albtraum, rief Adriana ihre Freundin kaum mitten im ganzen Chaos erwischend. Mein Gott, ich weiß es selbst nicht. Ich kam an und alle sagen, der Chef sei verschwunden. Aber sie haben etwas herausgefunden und jetzt sucht jeder nach ihm. Die ganze Stadt dreht durch. Ich verstehe nicht, wie wir jetzt arbeiten sollen und wie sich das auf uns alle auswirken wird, sagte Nora fast in Tränen. Sie sah sich um, wurde dann aber angewiesen, Papiere mit Verträgen für Juni vorzubereiten. In der Zwischenzeit wurde Adriana ins Büro des Chefs gerufen. Adriana saß auf dem Sofa, den Kopf gesenkt, und wartete auf den Chef. Ein schwerer Mann mit einem strengen Gesichtsausdruck, der Charakter zeigte, betrat das Büro. Er runzelte die Stirn, nahm einen Stuhl und setzte sich ihr gegenüber, so nah, dass sie sich unbehaglich fühlte. Also lass uns jetzt normal reden, okay? Sagen wir, ich werde ruhig reagieren, wenn du mir die Wahrheit sagst. Auch wenn du darin verwickelt bist, werde ich dich decken. Aber ich brauche die Wahrheit. Denk dran, Mädchen, ich bin nicht jemand, den du leicht täuschen kannst. Adriana verstand eigentlich überhaupt nicht, was los war. Daher schienen ihr alle Worte des Firmeninhabers übermäßig unangebracht. Es war, als ob sie hier eine Fremde wäre und nicht zu diesem Verhör gehörte, das eher einer Befragung auf einer Polizeistation ähnelte. Aber in diesem Moment hatte Adriana keine Ahnung, wie sehr diese Situation ihr Leben verändern könnte. Basilio Gil seufzte schwer. Er sah sie an, schüttelte dann den Kopf und schürzte die Lippen. Adriana, es ist nicht die Zeit für Spiele. Wenn du mir jetzt nichts sagst, wird die Situation weiterhin ungünstig für dich verlaufen. Er ist abgehauen, einige Machenschaften wurden aufgedeckt und du wirst mit den Konsequenzen als Komplizin klarkommen müssen. Was? Adriana erstarrte einfach, als sie den Mann ansah, der schwer atmete. Es war offensichtlich, dass das Fehlen seines Neffen den Mann sehr hart getroffen hatte. Vielleicht, weil er tief enttäuscht war. Oder vielleicht im Gegenteil, weil er volles Vertrauen in seinen Neffen hatte. Und daher sorgte er sich noch mehr um diese Situation. Er deutete einfach an, dass sie gehen sollte. Offensichtlich erwartete er nicht, dass sie noch etwas zu ihm sagen würde. Adriana verließ das Büro und sah sich immer noch seltsam um. Das Gedränge um sie herum schien unnatürlich, fremd für dieses Büro, wo normalerweise eine schwere Arbeitslast, aber kein solches Chaos herrschte. Die Leute tratschten nicht einmal einfach, weil es keine Zeit gab. Alle konzentrierten sich auf die einzige Gelegenheit, die Arbeit so schnell wie möglich zu beenden, nach Hause zu gehen, sich auf die Couch zu legen und einfach in das schwere Gefühl des Schlafs zu versinken. An diesem Abend kam Adriana schwerfüßig nach Hause. Sie fand sich schnell in all dem Trubel wieder, also bekam sie die volle Erfahrung. Sie beschloss, ein Ei zu braten, weil sie keine Energie für etwas anderes hatte, und dann ließ sich Adriana in ihren Stuhl fallen. Sie fühlte sich vor Erschöpfung und Anspannung fast zum Weinen. Adriana, wo bist du gerade? Fragte Isabel, als Adriana endlich ans Telefon ging. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Der Tag war katastrophal schwer. Adriana, weißt du, dass sie dich beschuldigen? Ich habe einige Bekannte dort. Sie haben mir davon erzählt. Weißt du überhaupt, was los ist?
Hängt es irgendwie mit der nächtlichen Ausgangssperre zusammen? Adriana erstarrte einen Moment. Sie hörte aufmerksam den Worten ihrer Freundin zu, hatte aber noch nicht darauf reagiert. Mein Chef hat mich in sein Büro gerufen. Sein Neffe ist anscheinend verschwunden. Einige Machenschaften wurden aufgedeckt und er denkt, ich bin involviert. Aber ich weiß, dass ich es nicht bin. Also bin ich mir sicher, dass sie mich nur ein paar Fragen stellen werden und das war's. Sie würden mich doch nicht ohne Beweise ins Gefängnis stecken, oder? Sagte sie mit einem Lächeln und war zuversichtlich in ihren Worten, im Gegensatz zu ihrer Freundin. Isabel war zutiefst besorgt, aber Adriana hatte nicht einmal vor, zuzuhören. Es war ein harter Tag gewesen, sie entschuldigte sich und sagte, sie würde später zurückrufen. In dieser Nacht hatte Adriana beunruhigende Träume. Beunruhigende Noten drangen herein, reflektiert in schweren Albträumen. Als Ergebnis wachte Adriana völlig unruhig auf, obwohl sie genug Zeit gehabt hatte, sich auszuruhen. Ein weiterer Arbeitstag mit einem anderen Satz von Aufgaben wartete auf sie. Alles sollte wie gewohnt verlaufen. Doch am Morgen, als Adriana zur Arbeit kam, trafen sie Polizeibeamte. Sie war sehr überrascht. Adriana war einfach fassungslos, als sie beobachtete, wie sie ruhig nahmen und in einen anderen Raum führten. Sie wurde befragt und sie warnten sie, dass die Situation schlecht enden würde. Als Adriana nach draußen geführt und dann zur Polizeiwache gebracht wurde, war sie völlig verwirrt. Sie fühlte sich vor Angst und Verwirrung gelähmt über das, was passierte. Adriana wurde in einen seltsamen, engen Raum gebracht. Sie verstand kaum, was passierte und wo sie war. Ihr Kopf schmerzte stark vor Angst. Adriana versuchte, sich zusammenzureißen, um an etwas anderes zu denken. Von Zeit zu Zeit kam ein Ermittler und erzählte ihr, dass Valerio Castro verschwunden sei. Sie sagten, dass nach seinem Verschwinden einige Machenschaften aufgedeckt worden seien und sie als Komplizin behandelt werde, wenn sie nichts erkläre. Sie versprachen, ihr zu helfen, nannten verschiedene mögliche Strafen und rieten ihr, sich so bald wie möglich zu stellen, um Milde zu bekommen. Wenn Adriana jedoch ihr Schicksal hätte erleichtern können, hätte sie diese Chance genutzt. Aber sie war völlig unschuldig. Und sie konnte kaum glauben, dass sie ins Gefängnis kommen könnte, nur weil dieser Mann sie einmal zum Scherz zu einem Date eingeladen hatte. Während des ganzen Abends wurde sie von verschiedenen Verhören gequält, zur Verzweiflung getrieben, bedroht und verschiedene Auswege aus der Situation angeboten. Aber Adriana, ängstlich und gelähmt vor Angst, konnte nur von der Seitenlinie aus zusehen, wie sich diese schreckliche Situation entfaltete. Der Prozess kam so schnell, dass sie selbst kein solches Ergebnis erwartete. Sie wurde verurteilt, obwohl alle um sie herum darauf bestanden, dass es illegal sei. Es gab keine echten Beweise für ihre Schuld und es konnte keine geben. Aber die Polizisten zuckten einfach mit den Schultern und sagten, dass es normalerweise so ablief. Isabel war die Erste, die sie besuchte. Sie zitterte vor erhöhter Angst, ihr ganzer Körper bebte. Isabel wurde klar, dass sie ihrer Freundin auf keine Weise helfen konnte, und das machte alles noch schlimmer. Ich habe bereits einen guten Anwalt gefunden, sie werden den Fall überprüfen. Mach dir keine Sorgen, ich werde dich hier rausholen, sagte Isabel mit unverhohlener Besorgnis in ihrer Stimme. Adriana sah sie nur an und verstand, dass Isabel bald den Raum verlassen und draußen frei sein würde. Es war für sie unverständlich, wie sie hier gelandet war, während das Leben vorüberzog. Sie hatte nichts getan, hatte in ihrem Leben keine Untaten begangen. Und jetzt war sie im Gefängnis, ohne auch nur eine Chance, diesem Albtraum zu entkommen. Verliere einfach nicht die Hoffnung, okay? Ich werde schon etwas herausfinden. Wir werden dich so oder so rausholen, mach dir keine Sorgen. Ich kann mich immer noch nicht beruhigen, nachdem das alles passiert ist. Wie konnten sie dir überhaupt das alles anhängen? Isabel war immer noch empört. Was ist überhaupt los? Haben sie im Fernsehen über mich gesprochen? Kennst du irgendwelche Details, die Licht in diese Sache bringen? Sie sagen, ich sei eine Komplizin, obwohl ich nicht einmal weiß, warum. Sie denken, ich lüge, aber... Adriana war fast am Weinen. Ihre Augen waren voller kristallklarer Tränen. Und ich verstehe nicht einmal, was mein Fehler ist. Ich habe einfach gearbeitet, niemanden gestört und nicht herumgeschnüffelt.
Und jetzt stellt sich heraus, dass ich ohne Schuld eingesperrt wurde. Mein Gott, als du mich angerufen und mir von dem Fall erzählt hast, konnte ich nicht glauben, dass so etwas möglich ist. Ich dachte, nur im Fernsehen könnten Menschen ohne Beweise oder Schuld ins Gefängnis kommen. Sie brach in Tränen aus und vergrub ihr Gesicht in den Händen. Adriana wollte wirklich ihre Hand nehmen, sie umarmen und festhalten, aber jetzt waren sie durch Glas getrennt und es war unmöglich, sich zu berühren. Adriana wurde in eine Zelle geführt, wo ihre Zellengenossin, eine ebenso niedergeschlagene, traurige Frau, auf sie wartete. Aber sie war hier wegen der Verbrechen, die sie begangen hatte. Adriana fragte nichts extra und sagte oder erzählte nichts. Sie versanken einfach in ihrem Schmerz, gruben sich schmerzhaft in jeden Moment der Vergangenheit ein. Sie wollte den Grund finden, warum war sie hier gelandet. Aber jedes Mal, wenn Adriana in die Vergangenheit eintauchte und sich an jeden Moment erinnerte, fand sie keinen Grund, warum sie hinter Gittern bleiben sollte. Es wurden keine Beweise vor Gericht vorgelegt, alles basierte nur auf Vermutungen, ohne jeden Beweis. Als Adriana sich wieder im Besucherraum befand, war sie sich bereits der Ernsthaftigkeit ihrer Situation bewusst und akzeptierte die Tatsache, dass sie nicht freiwillig hier herauskommen würde. Das gleiche Mädchen, das früher ins Büro kam und ihre eigenen Regeln aufstellte, saß ihr gegenüber. Ihr selbstgefälliges Gesicht fühlte sich nach allem, was sie im Gefängnis durchgemacht hatte, wie eine Last auf Adrianas Brust an. Sie betrachtete das Mädchen mit müden, stumpfen Augen, während das Mädchen weiterhin ihre Freiheit genoss und sogar hierher kam, um das unglückliche Mädchen zu verspotten, das hier rein zufällig gelandet war. »Warum höre ich Gerüchte, dass du Briefe von deinem Liebsten bekommst?«, fragte das Mädchen, nervös mit den Händen fummelnd. Lucrezia warf einen Blick auf ihre Uhr, dann starrte sie das Mädchen wieder intensiv an. »Welche Briefe?« »Ich erhalte überhaupt keine Briefe.« »Ich habe keine Ahnung, wo du solche Gerüchte gehört hast,« antwortete Lucrezia. »Kenne deinen Platz, Mädchen. Ich kann dich in ein Gefängnis stecken, das dein ganzes Leben ruinieren wird. Wenn er dir schreibt, muss ich es wissen. Du kannst einfach nicken, ich werde sowieso informiert sein. Und außerdem, wenn du mir die Wahrheit sagst, werde ich dir helfen, hier rauszukommen. Du weißt schon, für Leute mit Geld gibt es keine Grenzen,« sagte Lucrezia verschwörerisch. Adriana schaute in dieses polierte, gepflegte Gesicht und erkannte, dass sie ihr nichts beweisen konnte. Sie hatte nicht vor, etwas zu sagen, weil es nichts zu sagen gab. »Niemand schreibt mir. Du kannst jeden fragen, der für dieses Gefängnis verantwortlich ist. Ich erhalte keine Briefe, ich lese hier nur Zeitungen und Bücher,« antwortete Adriana. »Nun, wie du willst, ich habe dir eine Chance gegeben,« antwortete Lucrezia scharf und ging dann. Als Adriana in die Zelle zurückkehrte, erzählte sie ihrer Zellengenossin, dass alles so war wie zuvor. Die Frau hörte fast schweigend zu, gelegentlich ihre Empörung ausdrückend. Aber sie glaubte ihr offensichtlich. Zum ersten Mal seit langem sah Adriana jemanden, der außer ihrem Freund an sie glaubte. »Adriana, du musst es einfach akzeptieren. Du wirst hier nicht herauskommen, auch wenn du unschuldig bist. Du wirst deine gesamte Strafe absitzen müssen, bevor du frei bist und dich an diesen Bastarden rächen kannst,« sagte die Zellengenossin, mit den Schultern zuckend. Es fiel Adriana schwer, selbst sich einzugestehen, dass sie hier feststecken würde. Sie würde ihre volle Strafe verbüßen, obwohl sie überhaupt nichts getan hatte. Allein der Gedanke daran machte sie krank und ängstlich, denn das Leben im Gefängnis war überhaupt nicht gut. Und das Schlimmste war die Erkenntnis, dass Adriana in ihrem Leben noch nie einem anderen Menschen geschadet hatte, geschweige denn schwere Verbrechen begangen hatte. Wo war die Gerechtigkeit darin? Adriana spürte Tränen aufsteigen, sie kletterte auf ihr Bett und weinte einfach, sich nicht nur der Ernsthaftigkeit, sondern auch der Hoffnungslosigkeit ihrer Situation bewusst werdend. 2 Jahre vergingen unbemerkt. Adriana stand am Ausgang und betrachtete den riesigen Zaun, der mit Stacheldraht bedeckt war. Sie überlegte, was sie nun mit ihrem nutzlosen Leben anfangen sollte. Wer würde sie mit solch einem Vorstrafenregister einstellen? Wer würde überhaupt jemanden beschäftigen wollen, der als Komplizin bei einem großen Betrug gedient hatte? Jedes Mal, wenn ihr diese Gedanken durch den Kopf gingen, verspürte sie einen schmerzhaften Stich in ihrer Brust,
Groll, Ungerechtigkeit und der Wunsch, denen Rache zu nehmen, die sie hierher gebracht hatten. »Wenn du entlassen wirst, mach nichts Dummes«, sagte die weibliche Wache und kam zu den Haupttoren. Viele Leute wie du denken über Rache nach. Sie wollen sich rächen, tragen brennenden Zorn in ihren Herzen. Verstehst du mich, Mädchen? Es gibt keine Gerechtigkeit in diesem Leben. Wenn du Rache suchst, landest du wieder hier. Das Karma wird zu einer anderen Person zurückkehren, aber es liegt nicht an uns, Gerechtigkeit zu suchen. Adriana nickte, antwortete aber nicht auf den Rat. Es war unwahrscheinlich, dass die Person, die ihre Gefühle nicht einmal ansatzweise verstand, ihr helfen könnte. Adriana seufzte schwer und fühlte sich noch schlechter. Die Tore öffneten sich und sie ging hinaus, ohne zu verstehen, wie sie nach einer so schwierigen Vergangenheit leben sollte. Isabel, die an den Toren auf sie wartete, sprang buchstäblich vor Überraschung. Sie war gerade angekommen und plante, stundenlang zu warten, aber die Tore öffneten sich sofort. Isabel eilte herbei, um sie zu umarmen, küsste sie auf beide Wangen und gratulierte ihr dazu, diesen Albtraum endlich zu beenden. Isabel war extra aus dem Ausland gekommen, um sie zu treffen und ihr eine Weile zu helfen, bis ihre Freundin wieder auf eigenen Beinen stehen konnte. Als Isabel sich etwas beruhigt hatte, bemerkte sie sofort, dass ihre Freundin überhaupt nicht fröhlich war. Sie schaute nur schweigend umher. Sie lächelte nicht einmal. Isabel verspürte den Schmerz irgendwo in ihrer Brust. Sie tat ihr leid für ihre Freundin, für ihr zerbrochenes Leben und für die unzähligen Probleme, die über die junge Frau hereingebrochen waren. Sie fuhren schweigend im Auto. Links und rechts von der Straße erstreckte sich eine endlose Ebene. Ein leichter Nebel, der sich in Wirbeln drehte, breitete sich über die Felder aus. Adriana schaute aus dem Fenster und beobachtete, wie das Leben um sie herum gedieh. Aber wann würde ihr eigenes Leben gedeihen? Sie schüttelte nur den Kopf. Als sie bei Adrianas kleiner Wohnung ankamen, war sie sauber und ordentlich. Isabel hatte sich bemüht, das Leben wieder angenehm zu gestalten. Sie füllte den Kühlschrank mit Lebensmitteln und tat so, als wäre nichts geschehen. Aber nur Adriana verstand, dass keine Unterstützung darüber hinwegtäuschen konnte, wie viel Albtraum und Demütigung sie dort im Gefängnis, vollkommen unschuldig, ertragen hatte. »Hör zu, Adriana, du weißt, ich bin nur für kurze Zeit hier. Ich bin nur gekommen, um dich zu treffen«, sagte Isabel. »Ich verstehe, ich bin nicht wütend auf dich. Im Gegenteil, ich bin dir sehr dankbar für das, was du getan hast. Du hast mich die ganze Zeit so sehr unterstützt, und ich bin dir dankbar dafür«, sagte Adriana, umarmte ihre Freundin und fühlte, dass sie fast Tränen vergoss. »Ich wollte nur sagen, dass ich sehr befürchte, dass du Rache suchen wirst. Die Leute, die dich ins Gefängnis gesteckt haben, sind offensichtlich nicht die Art, die Rache ungestraft lassen werden. Ich möchte nur, dass du weiterlebst. Es mag schmerzhaft und verletzend sein, aber manchmal musst du loslassen. Natürlich verstehe ich, dass ich vielleicht nicht die beste Beraterin bin, aber ich habe nie einen Albtraum wie du erlebt. Aber ich möchte wirklich, dass du weitermachst«, sagte Isabel, senkte den Kopf, holte tief Luft und versuchte, wieder ernst zu schauen, anstatt beim ersten Versuch zu sprechen in Tränen auszubrechen. »Ich werde niemanden rächen, dafür bin ich absolut nicht geeignet. Ich muss irgendwie mein Leben wieder in den Griff bekommen, versuchen, einen Job zu finden. Schließlich muss ich irgendwann etwas essen, um zu überleben«, sagte Adriana und verstummte. Erst jetzt bemerkte ihre Freundin, wie viel Gewicht sie verloren hatte. Es war, als wäre sie während all dieser Zeit verwelkt. Adriana holte tief Luft und setzte sich auf den Stuhl. Aus irgendeinem Grund gab es keine Erinnerungen in ihrem Kopf, als hätte ihr Verstand alle Probleme und Schrecken, die sie erlebt hatte, sorgfältig gelöscht. Adriana wollte sich geistig nicht quälen, also beschloss sie, dass nichts Kritisches passierte. Wenn sie sich nicht zwang, sich an den ganzen Albtraum zu erinnern, würde es vielleicht einfacher für sie sein, mit ihrem Leben weiterzumachen. »Ich habe etwas mit dem Chefarzt des örtlichen Krankenhauses arrangiert. Es ist nicht der großartigste Job, aber vielleicht findest du nichts anderes. Als Krankenschwester zu arbeiten ist nicht einfach, das muss ich dir nicht sagen. Aber wenn du wirklich nichts anderes findest, kannst du ihn anrufen, ich habe ihm bereits von dir erzählt. Der Chefarzt ist eine sehr schwierige Person
und ich wäre völlig unglücklich, wenn du dort enden würdest. Aber entschuldige, ich konnte niemand anderen finden, der bereit wäre, dich nach so einem Vorfall einzustellen, sagte Isabel, beschämt den Kopf senkend, als könnte sie sich nicht damit abfinden, dass sie keine bessere Option finden konnte. Aber Adriana war sogar für das froh, zumindest gab es eine Möglichkeit, wieder zu arbeiten und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie konnte es noch nicht Leben nennen. Isabel machte sich auf den Weg zurück zu ihrer Wohnung. Adriana bereitete sich mental darauf vor, am nächsten Tag ins Krankenhaus zu gehen. Es hatte keinen Sinn, darum herumzureden. Sie wusste bereits, dass es mit ihrem Vorstrafenregister wahrscheinlich unmöglich sein würde, einen anständigen Job zu finden. Adriana betrachtete sich im Spiegel und erkannte, dass sie alle Chancen in ihrem Leben verpasst hatte. Sie musste lernen, trotz allem weiterzumachen. Als sie an ihrem neuen Arbeitsplatz ankam, wurde ihr fast sofort klar, dass sie dort nicht willkommen war. Die Krankenschwestern warfen dem jungen Mädchen schräge Blicke zu, unfähig zu verstehen, wie sie, mit ihrem Aussehen, als Krankenschwester arbeiten konnte. »Du solltest besser nach Hause gehen, Mädchen. Es ist besser, hier Böden zu wischen, als für so einen Chef zu arbeiten«, sagte die leitende Krankenschwester und schüttelte missbilligend den Kopf. »Du weißt, wie es mit Medikamenten ist. Hier zu sein ist die letzte und einzige Option. Also ich hoffe, du wirst darüber nachdenken. Wenn du denkst, unser Chef sei wie alle anderen Chefärzte, voller Verständnis, dann liegst du sehr falsch. Es scheint, als wäre das meine letzte Option«, sagte Adriana müde und verstand immer noch nicht, warum man sie davon abhielt, wenn sie doch freiwillig gekommen war. Die leitende Krankenschwester schüttelte nur wieder den Kopf. Doch dann trat ein junges Mädchen, das die Neue die ganze Zeit seitwärts beobachtet hatte, aber sich nicht getraut hatte, näher zu kommen, vor. »Willst du hier als Krankenschwester arbeiten? Schämst du dich nicht, in deinem Alter so einen armseligen Job zu haben?«, fragte sie spöttisch. »Marina, verschwinde hier. Es ist nicht armselig für sie. Und du steigst die Karriereleiter direkt zur Krankenschwester hoch. Du benimmst dich, als wärst du hier der Boss, oder? Was zum Teufel treibst du?«, unterbrach die leitende Krankenschwester abrupt. Sie wandte sich wieder an Adriana. »Das Team hier ist genau kein Zuckerschlecken. Man könnte sagen, es fängt beim Chef an und wird von da an nur noch schlimmer. Denk darüber nach, Mädchen. Brauchst du wirklich diese Art von Erfahrung in deinem Leben?« Adriana ging den Korridor hinunter zum Büro des Chefarztes und wartete schweigend darauf, eingestellt zu werden. Sie war bereit, allen Bedingungen zuzustimmen, da der Weg zurück zu ihrem alten Job versperrt war. Sie setzte sich, starrte auf ihre eigenen Hände und überlegte, wie sich ihr Leben jetzt verändern würde. Aber eines versprach sich Adriana fest: egal, was bei der Arbeit passierte, sie musste es aushalten, um Geld zu sparen, zur Schule zurückzukehren, eine Fernarbeit zu finden und sich nicht mehr um Chefs, Schwierigkeiten oder ein unangenehmes Team zu sorgen. Pablo Morales, der sie eingestellt hatte, war offensichtlich erfreut. Nicht nur, dass er sie von Anfang an nicht mochte, jetzt verstand er auch, dass sie geduldig seinen Druck ertragen würde, bis er begann, sie zu tyrannisieren. Der Chefarzt kam mit allerlei albernen Aufgaben, angefangen vom Aufräumen nach Obdachlosen bis hin zum endlosen Scheuen der Böden in seinem Büro. Er war ein alter Mann, der, wie man denken könnte, weise und zurückhaltend sein sollte, jedoch war er überhaupt nicht so. Er hänselte das junge Mädchen, wiederholte ständig, dass sie ihr Leben ruiniert habe und jetzt all seine Hänseleien ertragen müsse. Denn sonst würde er sie feuern und sie dann nirgendwo eine Stelle finden lassen, nicht einmal in einem miserablen Lebensmittelgeschäft. Adriana ertrug geduldig den Druck, aber mit jedem Tag wurde es schwieriger. Es fühlte sich an, als wäre sie in einem Käfig mit einem wilden Tier gefangen, gegen das sie nicht ankämpfen konnte und das sie zum Wohl ihrer eigenen Zukunft ertragen musste. Adriana stieg in den ersten Stock hinab und warf ein paar Münzen in den Automaten. Sie schnappte sich eine Tasse Kaffee, brachte sie kaum an ihre Lippen, als der Chefarzt sofort aufsprang und sie so heftig stieß, dass sie fast rückwärts fiel. Die Tasse fiel um und ihr gesamtes Gewand war mit Kaffee befleckt. »Warum sind Sie so schlampig?«, sagte der Chefarzt und lachte laut, dann ging er den Korridor entlang. »Adriana, komm her, ich gebe dir ein neues Gewand«, sagte ruhig die leitende Krankenschwester, die die ganze Situation beobachtet hatte.
Mach dir keine Sorgen, noch ein paar Jahre und diese alte Stumpen geht von selbst, wir werden einen normalen Chefarzt bekommen. Das ist das Einzige, was mich an diesem verfluchten Ort hält. Ich verstehe immer noch nicht, warum du dich mit ihm abgibst. Natürlich machen wir das alle, aber er geht wirklich zu weit mit dir. Adriana nahm schweigend ein weiteres Gewand, bedankte sich bei der Frau und ging dann ihrer Arbeit nach. Tränen des Schmerzes stiegen in ihr auf. Früher war sie eine respektierte Person, die ruhig ihre Arbeit erledigte. Aber jedes Mal, wenn sie den Chefarzt sah, packten sie Angst und das Verständnis, dass die Situation nur schlimmer werden würde. Sie musste noch ein wenig ausharren, um diesen Job zu verlassen, zu studieren und einen Job in irgendeinem kleinen Unternehmen zu finden, der remote arbeitet. Adriana verstand, dass sie mit all diesen Problemen schon zu lange gezögert hatte, aber es gab nicht viel Ausweg. Sie beschwerte sich auch nicht bei ihrer Freundin Isabel, denn sie war dankbar, dass sie ihr die Gelegenheit zur Arbeit gegeben hatte. Isabel hatte keine Ahnung, was für ein Mensch er war oder welche Art von Albtraum sich in einem gewöhnlichen Stadtkrankenhaus abspielte. Er treibt mich in den Wahnsinn. Ich weiß nicht einmal, was ich mit ihm machen soll. Jedes Mal, wenn ich komme, fängt er an, mich zu belehren. Wann werden Sie ihn ersetzen? Sagte die junge Krankenschwester und ging auf den Krankenpflegeraum zu. Adriana stand um die Ecke, von niemandem gesehen. Sie sortierte Patientenkarten, ordnete sie alphabetisch und konnte nicht anders, als dem Gespräch zu lauschen. Dieser Idiot hätte längst wegen seiner unmenschlichen Behandlung von Menschen eingesperrt werden sollen. Er behandelt uns hier wie Sklaven und alle tolerieren es. Schau, wie er sich über das neue Mädchen lustig macht. Es ist beängstigend, das zu beobachten. Sie ist auch keine gute Person, warum sollte sie sich auf die andere Art mit all diesem Unsinn abgeben? In ihrem Alter und mit ihrem Aussehen sollte sie sich schnell einen Mann suchen, Kinder bekommen und zu Hause bleiben. Aber sie hantiert mit Unsinn herum. Sie muss es verdient haben, rief Marina aus. Niemand verdient das, Marina. Hör auf, wütend auf sie zu sein, als hätte sie deinen Mann gestohlen. Es war nicht sie, sondern jemand wie sie. Vielleicht hat sie auch jemandes Mann gestohlen und jetzt nimmt das Schicksal Rache an ihr. Adriana trat aus der Ecke heraus, ging an den Krankenschwestern vorbei und begrüßte sie, gab jedoch vor, nichts gehört zu haben. Sie tauschten Blicke aus, grüßten sie zurück, stellten ihr jedoch keine Fragen. Adriana ging ruhig weiter, beschäftigte sich weiter mit ihren Arbeitsangelegenheiten. Aber immer öfter dachte sie darüber nach, ob es vielleicht besser wäre, Böden zu schrubben, weniger zu verdienen, aber mehr zu sparen, als unter der Leitung eines solchen Tyrannen zu arbeiten. Der Chef rief sie herein. Wieder einmal schrubbte sie die Böden, während er die Aussicht genoss, denn das war der einzige Grund, warum er sie herbeigerufen hatte. Du solltest mir dankbar sein, Adriana. Jemand wie ich ist eine große Seltenheit. Die meisten Leute würden dich einfach am Rande des Lebens lassen, aber ich habe zugestimmt, jemandem wie dir einen Job zu geben. Es ist deine eigene Schuld, du hättest vorher nachdenken sollen, bevor du in die Kriminalität gerätst. Aber jetzt musst du dafür bezahlen. Du kannst mich deinen Chefpropheten nennen, sagte der Mann und brach in Gelächter aus. Adriana verstand, dass sie nichts dagegen unternehmen würde. Am meisten wollte sie einen Wischmopp nehmen, ihn um den Kopf dieser Person wickeln und warten, bis er um Hilfe bettelte. Manchmal hob sie den Kopf und sah ihn an, fühlte sich enttäuscht von ihrem eigenen Leben und ihrer Arbeit. Wenn es nicht nach mir ginge, würdest du irgendwo auf der Straße herumlungern. Leute wie du verdienen kein normales Leben. Und das solltest du verstehen. Natürlich bin ich in deinen Augen irgendein Monster, das ein armes kleines Mädchen schlecht behandelt, sagte der Chefarzt und lachte dann böswillig. Aber seien wir ehrlich, ohne mich bist du nichts und du wirst nirgendwo hinkommen. Er lächelte wieder und sah sie an, als wäre sie eine alberne kleine Narre. Adriana schrubbte geduldig weiter die Böden, und als sie fertig war, warf sie nur einen Blick auf den Mann, der sie weiter quälte. Pablo verschränkte die Arme vor der Brust und betrachtete sie von oben bis unten. Ich möchte eigentlich nicht mit jemandem wie dir diskutieren. Aber hier bin ich und rede mit dir. Ich sehe genau, wie die anderen Krankenschwestern dich behandeln. Wenn es nicht nach mir ginge, wärst du längst gefeuert worden, sagte er.
Adriana schwieg wieder, obwohl er sie mit seinen albernen Fragen an die Grenze trieb. Sie konnte keinen Konflikt provozieren. Sie beendete leise das Wischen der Böden, warf den Lappen in den Eimer und ging dann weg. Hat er schon wieder genörgelt? Wahrscheinlich hat er dir gesagt, dass du ohne ihn längst gefeuert worden wärst, oder? Fragte die leitende Krankenschwester, als sie Adriana sah, die das Büro des Chefs verließ. Wie hast du das erraten? Rief Adriana erstaunt aus. Unser Chef hat keine Gehirne, er sagt dasselbe zu absolut jedem. Mach dir keine Sorgen, wenn er dich feuert, ist das in Ordnung. Das ist nicht die Art von Job, an dem du festhalten musst. Du wirst schon irgendwie zurechtkommen danach, winkte die leitende Krankenschwester ab. Adriana machte sich auf den Heimweg. Jedes Mal, wenn sie die Rückreise antreten musste, fühlte sie sich fast zum Weinen, weil ihr klar wurde, dass nichts Gutes mehr passieren würde. Sie würde in ihre leere Wohnung zurückkehren. Glücklicherweise war zumindest ein Dach über ihrem Kopf. Sie würde kaum über die Runden kommen und vielleicht würde es irgendwann einfacher sein, mit diesem Leben fertig zu werden. Aber als Adriana sich ihrem Zuhause näherte, sah sie Isabel dort und das hatte sie nicht erwartet. Sie stand unter ihren Fenstern, zog bereits ihr Telefon heraus, um ihre Freundin anzurufen. Als Isabel den Kopf drehte, seufzte sie sofort. Ich wollte dich gerade anrufen. Ich dachte, dir wäre etwas bei der Arbeit passiert. Ich habe dich tagsüber angerufen. Warst du beschäftigt? Ich habe dir Lebensmittel mitgebracht. Eigentlich muss ich mit dir reden, sagte Isabel. Sie klang besorgt und betrachtete ihre Freundin sorgfältig. Adriana hatte bereits verstanden, worüber sie sprechen würden. Sie kannte ihre Freundin zu gut, ihre Lebensziele und die Einzelheiten ihrer aktuellen romantischen Beziehungen mit Alex. Sie betraten die Wohnung und Isabel begann sofort, köstliche Gerichte auf den Tisch zu stellen, die sie aus dem Restaurant zum Mitnehmen bestellt hatte. Gelegentlich warf sie einen seitlichen Blick auf ihre Freundin, die etwas durcheinander schien. Adriana sah verloren und elend aus. Sie wusste bereits, was als nächstes kommen würde, und das Bewusstsein darüber ließ ihr Herz bitter und unerträglich schmerzen. Adriana war allein, sie hatte niemanden mehr. Und jetzt war es das Schlimmste, ihren einzigen Freund zu verlieren. Allerdings verstand Adriana, dass sie Isabel nicht zurückhalten konnte. Es war nicht ihre Schuld, dass sie niemanden außer ihr hatte. Isabel zögerte und wusste nicht, wie sie das schwierige Gespräch beginnen sollte. Und dann platzte es aus ihr heraus, nachdem sie tief Luft geholt hatte. Ich werde Alex heiraten. Wir ziehen dauerhaft in sein Land. Adriana nickte nur. Wie sollte sie reagieren? Auf die Knie fallen, weinen und sie bitten zu bleiben. Für Isabel war dies eine Chance, sich in einem anderen Land zu verwirklichen und endlich für ihr eigenes Vergnügen zu leben, anstatt jedem Bedürftigen zu helfen. Adriana umarmte ihre Freundin und gratulierte ihr zum bevorstehenden Umzug, aber Freude war nicht in ihrem Gesicht zu sehen. Sie wussten beide, dass die Situation unausweichlich war. Es war nur eine Frage der Zeit. Ich habe Dinge aufgeschoben, weil ich die Gelegenheit haben wollte, dir aus deiner Lage herauszuhelfen. Aber jetzt hat das Warten keinen Sinn mehr. Es geht uns gut und außerdem haben wir das schon lange mit ihm abgemacht. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist, sagte Isabel. Isabel, du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin dir wirklich für alles dankbar, wirklich. Ich freue mich sogar, dass du endlich glücklich sein wirst. Alex ist ein guter Kerl und ihr seid großartig zusammen. Außerdem lernst du schon lange die Sprache und träumst von einem Umzug. Ich wünsche dir wirklich Glück, antwortete Adriana. Sie umarmten sich und sprachen ein wenig, ständig einander beobachtend, als ob sie befürchteten, dass eine von ihnen zusammenbrechen und weinen würde. Adriana hatte die Fähigkeit zu weinen aus jedem Grund schon im Gefängnis verloren. Nach allem, was sie durchgemacht hatte, konnte sie immer eine schlimmere Erinnerung finden als jede kleine Unannehmlichkeit, die passierte. Adriana war allein in der Wohnung. Auf dem Küchentisch standen verschiedene Gläser, kürzlich mit Essen aus dem Restaurant gefüllt. Sie starrte aus dem Fenster und erkannte, dass das Leben vorbei war und sie ihre Wünsche nicht erfüllen konnte, obwohl sie es verzweifelt wollte.
Adriana zählte die kümmerlichen Pennies, die sie im Laufe der Zeit hatte sparen können. Sie lebte am Rande des Hungers, manchmal tagelang nicht essend, um noch ein wenig mehr zu sparen. Aber es fühlte sich an, als würde der Preis für die Kurse sie verspotten. Sobald sie die erforderliche Menge annäherte, stiegen die Preise oder andere Unternehmen boten günstigere Angebote an. Sie wusste, dass sie mit ihrem aktuellen Arbeitsplan nicht in der Lage sein würde, Arbeit und Studium unter einen Hut zu bringen, also müsste sie entweder durchhalten oder warten, bis sie genug Geld für den Kurs und für die anfängliche Zeit danach hatte. Als sie bei der Arbeit ankam, rief der Chef sie herein. In diesem Moment wusste Adriana bereits, dass diese Situation für sie nicht gut enden würde. Nun gut, Adriana, ich habe darüber nachgedacht und beschlossen, dass du und ich miteinander schlafen müssen. Sobald wir das tun, lasse ich dich in Ruhe. Ich werde dir eine gute Position in unserer Cafeteria geben, du wirst ruhig Essen verteilen, das Doppelte verdienen und niemand wird dich mehr belästigen, sagte der Chef ruhig. Adriana war einfach nur sprachlos angesichts eines solchen Angebots. Sie betrachtete den mittelalten Mann, dessen graues Haar nicht nur seine noch nicht rasierten Schläfen bedeckte, sondern auch seinen dünnen Bart und ebenso dünnen Schnurrbart. Der Gedanke, mit diesem Mann schlafen zu müssen, machte ihr Übelkeit. Adriana verzog das Gesicht, kaum in der Lage, ein Wort zu sagen, bevor er recht scharf auf ihren Ausdruck reagierte. »Warum verziehst du das Gesicht so? Glaubst du, andere Männer werden es nach deiner Inhaftierung wollen? Kein anständiger Mann würde jemals mit jemandem wie dir schlafen«, erwiderte er. »Dann respektierst du dich selbst nicht«, sagte Adriana. »Wovon redest du da? Ich tue dir eigentlich einen Gefallen, wenn du es noch nicht bemerkt hast. Weißt du was, Mädchen? Du wirst jetzt die Obdachlosen waschen. Verstanden? Das ist ein zu luxuriöser Job für dich, um Böden zu wischen und Müll rauszubringen. Jetzt verschwinde hier. Ich will dich noch nicht einmal in anderen Abteilungen des Krankenhauses sehen«, schrie der Chef. Ihre Gesichtsausdrücke und ihre Reaktion auf sein Angebot erzürnten deutlich den Chefarzt, der wahrscheinlich eine große Bereitschaft von ihrer Seite erwartet hatte. Adriana begab sich dorthin, wo sie nun arbeiten sollte. Jetzt musste sie die Obdachlosen waschen. Adriana beschwerte sich nicht besonders, der Geruch und der schreckliche Gestank störten sie nicht besonders. Großteils waren sie recht freundliche und vernünftige Menschen, die versuchten, ihre Beteiligung an einem so intimen Prozess zu minimieren. Es gab einige geistig Behinderte, recht scharfe und aggressive, aber solche Menschen waren eine Seltenheit. Der Chef mied sie jetzt ganz, als ob sie nach einer solch scharfen Reaktion zur Aussätzigen geworden wäre. Einmal, als Adriana ihre Arbeit machte, unterhielt sie sich mit einem alten Mann, der nach der Reinigung lachte. Er lächelte leicht und bedankte sich für die Gelegenheit, die sie ihm gegeben hatte. Er bot ihr ein paar dürftige Münzen an, aber natürlich nahm sie sie nicht. Diese Münzen waren für ihn viel notwendiger und wichtiger als für sie. Doch plötzlich wurde eine Trage hereingefahren und darauf lag ein junger Mann mit gebrochenem Arm. Und als Adriana ihn ansah, konnte sie einfach kein Wort herausbringen. Es war derselbe Valerio Castro, der junge Chef, der sie angeflirtet und mit dem sie gestritten hatte. Es war der Mann, wegen dem sie als Komplizin im Gefängnis gelandet war. Aber sie konnte sich nicht zu 100% sicher sein. Als Adriana jedoch alle hygienischen Verfahren abgeschlossen hatte, wuchs ihr Vertrauen. »Wie ist dein Name?« »Um ehrlich zu sein, ich erinnere mich an nichts. Die Einheimischen nannten mich Rodrigo, also habe ich ihn beibehalten. Obwohl ich ehrlich gesagt meinen wirklichen Namen nicht mehr weiß. Ich erinnere mich an so vieles nicht. Nur die letzten paar Jahre, oder?« fragte sie und er spannte sich sofort an, starrte sie an. »Wie hast du das herausgefunden?« »Ich glaube, ich erkenne dich. Aber ich könnte mich irren. Ich möchte nicht, dass du falsche Hoffnungen hegst«, sagte sie und schüttelte den Kopf verneinend. Aber sie sah bereits, wie seine Augen aufleuchteten, ein Hauch von Hoffnung aufkam, dass jemand sich noch an ihn erinnerte. »Kennst du meine Familie? Habe ich Verwandte? Wenn du die Person bist, von der ich spreche, dann ja, du hast eine nahestehende Person. Ich werde versuchen, Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Siehst du, das alles ist seltsam. Wenn du die Person bist, von der ich spreche,
Du bist vor ein paar Jahren verschwunden und wegen dir bin ich im Gefängnis gelandet. Der Mann war einfach sprachlos. Er betrachtete genau die Fremde, die leise, sanft sprach, als wäre sie ängstlich, zu viel preiszugeben. Was bedeutet das also? Bin ich eine Art böser Mensch? Vielleicht habe ich deshalb mein Gedächtnis verloren. Obwohl... Plötzlich starrte er sie an und untersuchte jedes Zehen ihres Gesichts sorgfältig. Ihr schien, dass er begann, sich an sie zu erinnern. Es passiert oft, dass Menschen, die ihr Gedächtnis verloren haben, anfangen, sich an alles zu erinnern, wenn sie vertraute Orte oder Menschen aus ihrer verschwommenen Vergangenheit sehen. Was erinnerst du dich überhaupt? Ich erinnere mich daran, auf den Felsen zu liegen. Ich erinnere mich daran, wie meine Beine vom eiskalten Wasser taub wurden. Ich versuchte aufzustehen, aber ich konnte nichts tun. Meine Hände waren schwach und Übelkeit stieg in meinem Hals hoch. Ich stand so da und dann brach ich auf den Felsen zusammen und wurde für eine Weile bewusstlos. Und dann haben sie mich gefunden. Die Fischer sagen, ich lag am Bergfluss. Vielleicht ist es wahr. Wer weiß? Er schwieg eine Weile, dann schaute er den Fremden an und starrte wieder auf ihr Gesicht, als ob er hoffte, eine Narbe, einen Kratzer oder ein Muttermal zu bemerken, das ihm eine Chance geben würde, sich an alles zu erinnern. Ich lebte eine Weile bei den Fischern und dann ging ich in die Stadt. Hier begann ich als obdachlose Person zu leben. Was könnte ich sonst tun? Ich habe keine Papiere, ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit, überhaupt nichts. Es ist, als ob ich mit Amnesie verflucht wäre. Adriana hörte ihm aufmerksam zu und notierte schnell etwas, sobald sie die Station verlassen hatte. Sie musste zu seinem Onkel gehen und ihm alles erzählen, denn nur so würde der Mann eine Chance haben, in ein normales Leben zurückzukehren, und sie würde die Möglichkeit haben, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Adriana rief ihre alte Freundin von ihrem früheren Arbeitsplatz an, weil sie wirklich wissen wollte, wie es dort lief. Sie verstand, dass sie unter keinen Umständen zu ihrem früheren Job zurückkehren konnte. Aber jetzt war der Zweck ihrer Kommunikation anders. Nora begrüßte sie eifrig, sah aber völlig müde, abgenutzt und erschöpft aus. Seit diesem Vorfall mit dir hat sich vieles verändert. Erinnerst du dich an Lucrezia, die Frau des Chefs? Jetzt ist sie diejenige, die dort das Sagen hat. Die junge Frau hat alle so sehr genervt, dass es unerträglich ist. Und Basilio selbst ist seit dem Verschwinden seines Neffen völlig verkümmert, hat sich in seinem Landhaus eingeschlossen, geht kaum noch raus und sieht keinen Sinn mehr im Leben. Unsere Firma steht kurz vor dem Bankrott, wenn alles so weitergeht. Wurde niemand anderes für die Position des Managers eingestellt außer ihr? Es gab viele Gelegenheiten, jemand anderen einzustellen, aber dieses Mädchen wird ihre hart erkämpfte Position nicht aufgeben. Sie setzt sich auf unsere Kosten durch und hält sich für eine großartige Führungskraft. Glaubst du, sie wird freiwillig eine solche Privileg aufgeben? Auf keinen Fall. Solche Leute verzichten nie auf die Gelegenheit, andere zu verspotten. Nora verdrehte nur die Augen. Sie hatte keine Energie mehr für ein Gespräch. Ich habe dort so viele Jahre gearbeitet. Ich dachte, ich würde mich innerhalb der Firma weiterentwickeln, aber jetzt schicke ich Lebensläufe raus, weil ich es nicht mehr aushalten kann. Dieses dominante Mädchen sieht absolut nichts um sich herum. Sie denkt, wir werden nicht kündigen, also kann sie uns schlecht behandeln. Aber ich verrate dir ein Geheimnis, die Hälfte des Büros hat bereits ihre Lebensläufe auf der Website aktualisiert, sagte Nora. Adriana verstand die sich entwickelnde Situation im Büro. Sie wusste bereits, dass es kein Entkommen gab. Ihr Bauchgefühl sagte ihr, dass alles aus einem bestimmten Grund geschah. Am nächsten Tag nutzte Adriana ihren freien Tag und ging zum Haus ihres ehemaligen Chefs. Basilio Gil weigerte sich, aus dem Haus zu kommen, die Sicherheitsleute versuchten praktisch, sie wegzudrängen, aber Adriana gab nicht auf. Sie übergab ihnen ein zuvor im Krankenhaus aufgenommenes Foto. Adriana wartete darauf, dass das Bild dem Mann übergeben wurde. Aber als er an den Toren auftauchte, schien er irritiert zu sein. Ist das ein Witz? Haben Sie beschlossen, einen trauernden Onkel zu verspotten? Wollen Sie jetzt Fotos fälschen? Was wollen Sie, Geld? Fragte er. Und dann erstarrte Basilio. Er erkannte endlich das Mädchen, das vor ihm stand.
Aber als er das erkannte, verzog er noch mehr das Gesicht, offensichtlich nicht begeistert davon, dass sie gekommen war. Du? Was zum Teufel geht hier vor? Ich bin vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden und ich bleibe dabei, dass ich unschuldig war. Nach dem Gefängnis konnte ich nirgendwo eine Arbeit finden, das verstehen Sie doch perfekt. Also habe ich einen Job als Krankenschwester im örtlichen Krankenhaus bekommen. Sie bringen uns Obdachlose und dieser Typ ist auch da. Er erinnert sich an nichts, schaut sich um, fragt, ob er Verwandte hat. Er erinnert sich nur an seine letzten Jahre. Kommt Ihnen das nicht seltsam vor? Wovon redest du für einen Unsinn? Ich werde mir das nicht länger anhören. Sie wollte etwas schreien, um ihn dazu zu bringen, auch nur einen Moment innezuhalten. Aber er ging weg und ließ sie allein mit einem endlosen Strom von Gedanken zurück. Adriana ging nach Hause und verlor alle Hoffnung, dem Jungen zu helfen, der vielleicht doch eine völlig andere Person war. Es gibt so viele Menschen, die sich ähnlich sehen auf der Welt, oder? Vielleicht war er einfach das Ebenbild eines Bekannten von ihr. Dieser Gedanke machte sie traurig, als würden sich ihre Eingeweide umdrehen. Adriana wollte ihr altes Leben zurückgewinnen und, falls möglich, zur Filiale zurückkehren und weitere Versetzungen auf Kosten ihrer eigenen Karriere ablehnen. Es war besser, solche Karriereschäden zu erleiden, als im Gefängnis zu landen und ihr ganzes Leben zu ruinieren, ohne jetzt eine Chance auf einen normalen Job zu haben. Früh am Morgen begann Adriana, sich für die Arbeit fertig zu machen. Jeder Tag, an dem sie ins Krankenhaus musste, schien endlos lang, schwer und unerträglich. Der Chef schien völlig die Kontrolle verloren zu haben, er bot ihr ständig ekelhafte Dinge an. Und wenn sie ablehnte, überlastete er sie mit Arbeit, wie Aschenputtel aus einem Märchen. Adriana kam ohne viel Enthusiasmus im Krankenhaus an. Aber sobald sie eintrat, befand sie sich mitten im Geschehen. Alle rennen herum. Sogar der Chefarzt hetzte wie verrückt herum, seine lichternden Haare zerzaust. Adriana, was hast du getan, du Idiotin? Pablo stürmte auf sie zu und packte sie am Kragen, um sie zu schlagen. Aber er schaffte es nicht, das zu beenden, was er begonnen hatte, denn die Glastüren des Krankenhauses öffneten sich. Basilio, der zum zweiten Mal hierher gekommen war, war wütend auf den lokalen Großkotz. Er packte Pablo, zog ihn über den Boden direkt in das Zimmer, in dem sein Neffe lag. Adriana, die fast für ihre Kühnheit gelitten hätte, stand mit zitternden Beinen da. Die leitende Krankenschwester kam sofort auf sie zu, half ihr, wieder zur Besinnung zu kommen und sagte mehrmals, dass sie sofort einen solchen Job kündigen müsse. Es stellte sich heraus, dass Basilio tatsächlich ins Krankenhaus gekommen war, nachdem sie ihm das Foto überreicht hatte. Als er seinen Sohn in dem jungen Mann erkannte, ging er zum Chefarzt, der den Jungen auf den Boden gelegt hatte, weil er dachte, dass das Bett für jemand anderen gebraucht würde. Kannst du dir das vorstellen? Der Typ, mit dem du gesprochen hast, stellte sich als Basilios Sohn oder Neffe heraus, ich verstehe es immer noch nicht. Wie auch immer, er ist mit Basilio verwandt. Kannst du es glauben? Er wird unseren Chefarzt umbringen, wenn er herausfindet, was hier los ist, ganz sicher. Danke, Adriana. Ich weiß nicht wie, aber du hast etwas Entscheidendes getan, als er hierher kam. Unser Chefarzt hätte dich fast umgebracht, umsonst. Jetzt wird er entlassen und wir werden einen normalen Job haben. Ich verdanke dir mein Leben, Adriana. Wiederholte die leitende Krankenschwester, während sie das immer noch verängstigte Mädchen in ein Gewand kleidete. Es dauerte nicht lange, bis Basilio, immer noch den Chefarzt über den Boden schleifend, auftauchte. Er warf ihn direkt vor Adriana und zwang ihn, sich auf die Knie zu beugen und sich zu entschuldigen. Sie war erstaunt und starrte auf den Mann, der sie so lange gequält hatte und der jetzt endlich bekam, was er verdiente. Der Chefarzt kniete nieder, entschuldigte sich bei ihr, Tränen liefen über sein Gesicht, und er starrte wütend auf die Krankenschwestern, die triumphierend seine Demütigung beobachteten. Und jetzt können Sie Ihre Sachen packen, bald werden Sie hier nicht mehr arbeiten. Schauen Sie sich an, was für ein Monster Sie an die Spitze gesetzt haben. Mischte sich der Geschäftsmann grob ein und nahm dann Adriana bei der Hand. Das ist er. Kannst du dir das vorstellen? Das ist tatsächlich mein Junge. Ich kann es nicht glauben. Wir bringen ihn jetzt in ein gutes Krankenhaus. Wenn nötig, bringe ich ihn ins Ausland.
Wir sehen uns wieder, ich bin dir etwas schuldig. Adriana sah ihn nur mit erstaunten Augen an und nickte. Sie war froh, dass sie den jungen Mann in ein gutes Krankenhaus bringen würden. Aber die Frage, wie er in eine solche Situation geraten war, beschäftigte sie immer noch. Außerdem vermutete Adriana, dass ihre Lebensschwierigkeiten direkt damit zusammenhingen, wie Valerio in diesen schrecklichen, eisigen Fluss geraten und überlebt hatte. Adriana wurde am selben Tag entlassen, sobald der Geschäftsmann gegangen war. Offensichtlich beschloss der ehemalige Chefarzt als letzte Handlung, sie gründlich zu verachten. Aber sie war bereit, selbst zu gehen. Alle Krankenschwestern verbeugten sich praktisch und bedankten sich bei ihr. Ärzte kamen heraus und wiederholten, dass sie unbedingt zurückkommen müsse, wenn sie einen neuen Chefarzt ernannt hätten. Kaum hatte Adriana das Krankenhaus verlassen, kam der Vertreter der regionalen Gesundheitsbehörde an. Er war völlig verschwitzt, wütend und bereit, alles zu zerreißen. Soweit Adriana wusste, war der ehemalige Chefarzt innerhalb weniger Stunden nach ihrer Entlassung entlassen worden. Sie saß in ihrer Wohnung und fühlte nichts als tiefe Enttäuschung. Sie erkannte, dass sie dem Krankenhaus geholfen hatte, aber nicht sich selbst. Wie immer profitierten alle von ihren Handlungen, außer ihr. Adriana saß auf dem Sofa, als ihre Freundin anrief, und sie erzählte ihr alles. Isabel, die von dem Geschehen furchtbar schockiert war, konnte nicht aufhören, sich zu entschuldigen. Sie fühlte sich schuldig, dass ihre Freundin all die schrecklichen Demütigungen die ganze Zeit ertragen hatte, ohne ihr davon zu erzählen. Und dennoch hatte Isabel sie selbst für diesen Job empfohlen, ohne zu ahnen, welches Chaos dort herrschte. Adriana war nun wieder arbeitslos, aber sie wollte nicht zu ihrer früheren Position zurückkehren. Sie hatte nach verschiedenen Gelegenheitsjobs gesucht und eine Fernarbeit gefunden, Stunden am Telefon, Anrufe beantworten. Alles wurde wieder mehr oder weniger erträglich. Adriana erwischte sich dabei, dass sie stundenlang auf Anrufe wartete. Sie hoffte, dass ihr ehemaliger Chef anrufen würde und dass Valerio selbst anrufen würde und ihr sagen würde, dass er sich an alles erinnerte. Hoffte sie immer noch auf irgendeine Art von Belohnung für sich selbst. Vor allem aber machte sich Adriana Sorgen, dass der junge Mann sich an nichts erinnern würde. Schließlich hatte er einen liebevollen Onkel, der viel Geld hatte und ihn nicht im Abgrund der Ungerechtigkeit verschwinden lassen würde. Adriana wachte um 4 Uhr morgens auf. Sie lag im Bett und konnte nicht einschlafen. Sie dachte über verschiedene Szenarien nach, wie sich ihr Leben hätte entwickeln können. Es war albern, darüber nachzudenken, was zurückgebracht und wiederhergestellt werden könnte. Sie starrte an die Decke und dachte darüber nach, wie viel sie in ihrem Leben verpasst hatte und jetzt nie aufholen könnte. Vielleicht hätte sie eine andere Ausbildung bekommen und bei einer größeren Firma arbeiten können. Oder einfach dankbar sein können, ein eigenes kleines Leben in einer Wohnung zu haben, in der niemand sie verletzte, erniedrigte oder ihr Vorwürfe machte, weil sie keine Kinder hatte. Adriana stand auf und brühte sich Kaffee auf. Sie war in Gedanken versunken, ständig von Ängsten geplagt. Vielleicht war es an der Zeit, all das loszulassen. Vielleicht war es an der Zeit, den ganzen Albtraum zu vergessen, der in ihrem Leben passiert war. Weiterzumachen, einen mehr oder weniger normalen Job zu finden. Sie musste lernen, sich nicht auf das Schlechte zu konzentrieren und nicht in Momenten aus der Vergangenheit zu leben, in denen sie alles zu ihrem Vorteil hätte nutzen können. Adriana nahm ein kleines Tablett mit Keksen und schaltete dann den Fernseher ein. Heute wurde bekannt, dass der Skandal eine neue Wendung genommen hat. Wie bekannt wurde, hat Basilio Gil, ein lokaler Geschäftsmann, Oligarch und großer Wohltäter der Stadt, seinen Neffen gefunden, der zuvor als vermisst galt. Derzeit haben die Strafverfolgungsbehörden neue Ermittlungen in dem Fall eingeleitet. Ich erinnere daran, dass seine Freundin vor einigen Jahren wegen Beihilfe zu dem verschwundenen jungen Mann inhaftiert wurde. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Situation jetzt entwickeln wird, wenn man bedenkt, dass bereits mehrere Jahre des unglücklichen Mädchenslebens genommen wurden. Ich bin Marcela Blanco. Bis bald. Adriana schaffte es kaum, ihre Tasse festzuhalten. Sie steckte einen Keks in den Mund und starrte ins Leere, ohne zu verstehen, was passierte. Sie sah aus, als würde sie direkt durchschauen, nichts um sich herum sehen oder bemerken.
Das ständige beklemmende Gefühl in ihrer Brust ließ sie tiefer atmen wollen, nach Luft schnappen wollen, als ob es ihr helfen könnte, sich zu konzentrieren und keinen Panikanfall zu bekommen. Könnte es sein, dass der Fall wieder eröffnet wurde? Könnten alle Anschuldigungen fallen gelassen werden und sie könnte zu einem normalen Leben zurückkehren? Aus dieser Hoffnung, die irgendwo tief in ihrer Seele schwach flackerte, brach Adriana in laute Schluchzer aus, unfähig, sich länger zurückzuhalten, und versuchte es nicht einmal. Adriana weinte heftig, bis alle ihre Tränen versiegt waren. Zum ersten Mal seit ihrer Entlassung aus dem Gefängnis konnte sie endlich richtig weinen. Es fühlte sich bedeutend leichter an. Vielleicht waren all diese Demütigungen im Krankenhaus, die endlosen Drohungen, die schrecklichen Jahre im Gefängnis, all das nicht umsonst gewesen, und sie könnte zurückkehren. Adriana redete sich mental ein, sich nicht an die flüchtige Hoffnung zu klammern. Aber jetzt war die Hoffnung das Einzige, was ihrem Leben Bedeutung geben konnte. Also, heute kehren wir zum dritten Mal zu der Situation in der südlichen Stadt zurück. Derzeit, soweit wir wissen, haben die Strafverfolgungsbehörden Lucrezia Gil verhaftet. Die junge Frau des Oligarchen könnte in das Verschwinden des jungen Mannes verwickelt sein. Die Strafverfolgungsbehörden geben uns derzeit keine Informationen, aber wir haben unsere verifizierten Quellen, sagte die Frau, ihr Gesicht war heute schon mehrmals auf dem Fernsehbildschirm erschienen. Adriana spannte sofort an, richtete sich auf und rückte näher zum Fernseher, aus Angst, etwas Wichtiges zu verpassen. Würden Sie einige Neuigkeiten von Ihren Quellen teilen? Fragte der Moderator unbeholfen und merkte seinen Fehler, entschied sich aber dafür, ihn nicht zu korrigieren. Derzeit läuft eine umfassende Untersuchung und es ist durchaus möglich, dass das Mädchen rechtswidrig inhaftiert wurde. Schließlich erinnere ich Sie daran, dass es keine Beweise gegen sie gab. Trotzdem landete das arme Mädchen hinter Gittern. Wenn sich jetzt herausstellt, dass die Situation anders ist, bin ich gespannt, wie unser Stadtführer für die Handlungen der ihm anvertrauten Personen zur Rechenschaft gezogen wird. Außerdem erinnere ich daran, dass wir wiederholt eine Petition eingereicht haben, die berücksichtigt werden sollte und eine unschuldige Person freigelassen werden musste, da es keine Beweise gab. Etwas sagt mir, dass diese Änderungen zu einem Wechsel in der Stadtführung insgesamt führen werden. Die Frau sprach mit einem selbstgefälligen Lächeln. Sie machte sich gut vor der Kamera und es war sofort erkennbar, dass sie absichtlich einseitiger sprach, um sich leicht schräg zu positionieren. Sicherlich konnte sie Adriana als solche egal sein. Aber niemand wird sie daran hindern, gut vor der Kamera auszusehen. Das Mädchen, das nun den Fortschritt der Untersuchung verfolgte, wusste bereits im Voraus, dass nicht nur die Berichte zu diesem Thema bald aufhören würden, ausgestrahlt zu werden, sondern auch in den sozialen Medien würde die gesamte Situation zum Schweigen gebracht werden. Das letzte Mal war es genau dasselbe, als sie verhaftet wurde, begannen alle Nachrichten, die das Thema behandelten, sofort einer nach dem anderen zu verschwinden, als wäre überhaupt nichts passiert. Adriana sprang auf, als sie das Klingeln der Tür hörte. Der plötzliche Klang ließ ihr Herz so schnell schlagen, dass es schien, als würde es jeden Moment aus ihrer Brust springen. Sie stand auf und ging schnell in den Flur. Aber als sie die Tür öffnete und Basilio Gil dort sah, wusste sie nicht einmal, ob sie sich freuen oder fürchten sollte. »Kann ich für ein paar Minuten, buchstäblich, hereinkommen?« fragte er und hielt seinen geschäftsmäßigen Ton vorsichtig zurück. Adriana hatte keine Ahnung, was er brauchte, aber sie versuchte auch nicht, ihn aufzuhalten. Der Mann betrat die Wohnung, ohne sich auch nur umzusehen. Er machte nur ein paar Schritte von der Tür weg, damit die Nachbarn ihr Gespräch nicht belauschen konnten. Ich kann Ihnen jetzt nicht alle Details der Untersuchung mitteilen, aber es ist bereits klar, dass Sie nicht involviert waren. Ich selbst war nicht begeistert, als Sie sie ohne jegliche Beweise eingesperrt haben. Außerdem waren Sie sich sicher, dass mein Neffe unschuldig war. Ich bin Ihnen dankbar und möchte alles ausgleichen. Was wünschen Sie sich? Ich möchte teure Kurse belegen, um zu lernen und dann einen Job bekommen, antwortete das Mädchen automatisch und vergaß dabei ihre Bescheidenheit, auf die sie sich immer verlassen hatte. Er nickte. Sie begleitete ihn tiefer in die Wohnung. Er gab sofort seine Kartenangaben, bezahlte alles und hinterließ ihr dann eine große Summe auf der Karte. Er sagte, es würde für das erste Mal reichen, während sie studierte.
Adriana war so überrascht, dass sie nicht einmal angemessen antworten konnte. Der Mann war in Trauer versunken, es fiel ihm schwer zu sprechen. Er sah sie an, lächelte leicht und fühlte sich wie ein Narr. Schließlich hatte er das Geld, er hätte ihr damals helfen können, aber er hielt es nicht für notwendig, unter der Annahme, dass sie im Gefängnis schließlich gestehen würde, wo sein Neffe war. Selbst er, ein enger Verwandter, war bereit zu glauben, dass sein Neffe immer noch schuldig war und gefunden werden musste, bevor das Unternehmen vollständig zusammenbrach. Aber Basilio konnte sich nicht einmal vorstellen, in seinem schlimmsten Albtraum, dass die Frau, die ihn liebte, eine so schreckliche Falle in seinem eigenen Büro aufstellen könnte. Mehrere Monate später konnte Adriana bereits ihre ersten Aufträge übernehmen, obwohl sie ihr Studium fortsetzte. Sie versuchte, so wenig Zeit wie möglich außerhalb ihres Zuhauses zu verbringen, übernahm mehr praktische Aufgaben und war zuversichtlich, dass ihr dies helfen würde, in ihrem Beruf eine Meisterin zu werden. Aber plötzlich hielt ein teures Auto vor dem Haus an. Und als Adriana sah, wie Valerio ihr aus dem Fenster winkte, eilte sie sofort nach draußen. Sie umarmte ihn und küsste ihm beide Wangen, gratulierte ihm zu seiner Rückkehr. Es war offensichtlich, dass der junge Mann sich an alles erinnerte. Sein Gesicht strahlte buchstäblich vor Glück, dass er diesen Albtraum überlebt hatte und in sein früheres Leben zurückgekehrt war. Er umarmte sie um die Taille und küsste sie fest, und von diesem Moment an hörte ihre Beziehung auf, nur freundschaftlich zu sein. Schwere rechtliche Auseinandersetzungen begannen. Die Streitigkeiten wurden gelegentlich im Fernsehen behandelt, aber niemand enthüllte Einzelheiten. Der Onkel, der in sein normales Leben zurückkehrte, fühlte sich wieder wie ein Mann der Tat. Er kehrte zur Firma zurück und übernahm dort seine Aufgaben wieder. Wieder überließ er die meisten Geschäfte seinem Neffen. Valerio kehrte schnell zu seinem früheren Lebensrhythmus zurück und klagte nie über Müdigkeit. Er erinnerte sich lebhaft daran, wie es war, ohne Familie oder Heimat zu leben, nachdem er völlig allein auf der Straße war und verschiedene schwierige Lebenssituationen erlebt hatte. »Also, was ist passiert?«, fragte Adriana, als sie allein mit ihrem Geliebten war. Zu dieser Zeit hatte der endgültige Prozess stattgefunden und das Urteil war gefällt worden, was ein riesiges Zeichen wurde. Immerhin ging es unter anderem um Gesetzeshüter und höhere Autoritäten, die diese Situation vertuscht hatten. Adriana hatte schließlich ihr Urteil aufgehoben bekommen. Sie erhielt sogar eine Entschädigung, obwohl kein Geldbetrag jemals den Albtraum, den sie durchlebt hatte, ausgleichen könnte. Meine Onkelfrau beschloss, dass sie mehr Aufregung im Leben brauchte. Das Geld, das er ihr gab, reichte ihr nicht aus. Sie wollte ihr eigenes Geschäft gründen, aber der Onkel war nicht begeistert davon. Er wusste, dass sie das ganze Geld ausgeben und nichts erreichen würde. Schließlich beschlossen sie und ihr Liebhaber, dass sie auf seine Kosten ein süßes Leben haben würden. »Und was hast du damit zu tun?«, fragte Adriana. »Das ist der interessanteste Teil, Liebling«, sagte der junge Mann. »Sie dachten, es wäre viel einfacher, ihn über mich zu erreichen. Ich muss zugeben, ihr Plan hat funktioniert. Sie luden mich ein, aufs Land zu gehen, und bevor ich es wusste, brach ein Handgemenge aus. Sie schlugen mich auf den Kopf, stopften mich in einen Sack und warfen mich von einer Klippe in einen Bergfluss. Wir gingen mehrmals mit dem Ermittler zu dieser Klippe zurück. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich einen so monströsen Sturz überlebt habe«, sagte er. Valerio ließ sich bequemer in den Stuhl sinken und legte seine Freundin auf seinen Schoß. Sie legte ihren Kopf auf seine Brust. Sie fühlten sich viel glücklicher und ruhiger, wenn sie zusammen waren. »Meiner Schätzung nach bin ich in diesem Fluss mehrere Kilometer im Sack heruntergeschwommen. Ich kann nicht glauben, dass ich es ans Ufer geschafft habe, geschweige denn lebendig. Es stellte sich heraus, dass ich unter schwerer Unterkühlung, Rippenbrüchen und Gott weiß was sonst noch litt. Aber ich habe überlebt und ich hatte sogar die Möglichkeit, in die Stadt zurückzukehren. Ich kann nicht glauben, wie nachlässig sie mit all dem umgegangen sind. Wenn sie mir nachgespürt oder mich sogar vor dem Einpacken in den Sack erledigt hätten, wäre es viel einfacher gewesen«, zuckte er mit den Schultern. Adriana unterbrach ihn nicht. Sie fragte ihn nie danach, also versuchte sie, die Pausen zu bewahren, um schließlich die ganze Geschichte herauszufinden. Schließlich war sie auch ein Teil dieser Geschichte und hatte nicht weniger Schläge vom Leben erhalten als ihr Geliebter.
Als ich weg war, inszenierten sie zu Hause ein ganzes Drama über Trauer und Tragödie. Sie deutete ständig an, dass ich nicht mehr am Leben sei. Und mein Onkel versank allmählich immer tiefer in der Verzweiflung. Du wurdest eingesperrt und es schien, als hätte sich die Situation stabilisiert. Sie führten ihre Machenschaften weiter, aber dann tauchte ich auf und alles lief nicht nach Plan. Jetzt, wenn man bedenkt, was sie auch nach dieser Situation getan haben, werden sie 20 Jahre im Gefängnis verbringen müssen. Ich bin froh, dass diese Leute endlich im Gefängnis sind, weit weg von uns, unserem Leben und der Möglichkeit, einfach zu leben und zu arbeiten, ohne sich um mögliche Verräter sorgen zu müssen. Hat Ihr Onkel es so schwer genommen, dass sie sich als solche Person herausstellte? Ja, als er die Wahrheit erfuhr, meldete er es sofort der Polizei, obwohl es für ihn ein schwerer Schlag war. Ich sehe ihn an und verstehe, dass er buchstäblich sein glückliches Leben mit seiner jungen Frau aufgegeben hat, nur um mich herauszuholen und gleichzeitig deinen Namen reinzuwaschen, sagte er. Basilio Gill erholte sich schnell von dem Verrat und knüpfte innerhalb von 6 Monaten neue Beziehungen, ohne sich besonders darum zu kümmern, wie seine ehemalige Partnerin ihre Zeit im Gefängnis verbrachte. Er konzentrierte sich auf sein Geschäft, plante, mehrere Filialen im ganzen Land zu eröffnen und versuchte, nicht auf den Albtraum zu achten, den er durchgemacht hatte. Adriana und Valerio heirateten 6 Monate nach seiner Rückkehr. Sie liebten sich aufrichtig und waren dankbar, dass sie jetzt eine Chance hatten zu leben, trotz ihrer unerträglich schwierigen Vergangenheit. Und nur 2 Jahre nach ihrer Hochzeit begrüßten sie einen wundervollen kleinen Jungen in die Welt, der eine Freude für seine Eltern wurde, ein wunderbarer Enkel für Onkel Valerio und ein Wunder für Adriana, die die Hoffnung aufgegeben hatte, Mutter zu werden. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal.